Tag, Kinders, und herzlich willkommen zurück zum lustigen Spaß. Wenn ihr euch jetzt denkt, wer bist du, was hast du mit Seth gemacht? Ja, Chat hat mich in den letzten Streams immer mal gezwungen, die Hack zu spielen. Und eigentlich verachte ich Hack. Ich hasse sie. Ich würde sie in ein Säurebad werfen und dann auch drüber lachen. Aber ich habe herausgefunden, dass sie doch einen ganz interessanten Playstyle hat, den ich irgendwie lernen möchte. Der da heißt, jag die Survivor nicht unbedingt, sondern lass sie in deine Fallen steppen und ja, versuch einfach deinen Vorteil daraus zu ziehen, um das mal ganz simplifiziert auszudrücken. Und das ist irgendwie eine Sache, weiß ich nicht, die bockt mich irgendwie gerade. Die möchte ich machen. Ich möchte mein Fallenplacement lernen, ein bisschen Game Sense mir antrainieren dafür, wo die Survivor hinrennen, was halt gute Möglichkeiten sind, Loops sozusagen, ja, vorzeitig zu beenden. Da hat jemand meine Falle aktiviert. Aber das hätte sich nicht gelohnt. Ich habe einen Addon. Das hilft mir ganz gut. Ich finde das super, super stark, dass man die Auren sieht von den Survivern, die gerade eine Falle ausgelöst haben. Kriegt man auch hier eins hin. Ich glaube, man möchte nicht direkt in der Palette oder sehr, sehr nahe dran so eine Falle legen, weil man schafft halt wahrscheinlich den Hit nicht. So, Moment mal. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall jemanden. Aha. Oh, das ist größer, als ich dachte. Das Problem, warum ich sage, man kann mit Hack oder man sollte nicht damit chasen, ist halt, dass sie einfach langsamer ist als so ein normaler Killer, ne? Wie jetzt Trapper, Wraith, Hillbilly oder so. Natürlich ist das so ein Vorteil. Wir haben jetzt schon einen Gen verloren. Early Game ist nicht so gut gelaufen. Aber das ist fein. Das ist okay, das ist okay, das ist okay. Schauen wir mal, wie wir das hier managen können. Dafür haben wir korrupte Intervention, was uns ein bisschen Zeit verschafft hat. Und wir sind ja noch im Trainingsmodus hier. I'm All Ears hat mir da den Hit beschert. Sehr, sehr schön. Was ein geiler Perk. Gerade in Kombination mit dem Addon ist halt sehr oft Informationen, die diesen Geschwindigkeitseinbruch von der Hack sozusagen ausgleichen können. Sie ist weitergerannt. Das ist smart. Weil das Geile ist nämlich, wenn die Survivor mitkriegen, dass du Fallen setzt, dann verlassen sie den Loop, weil sie wissen, sie können diese Struktur nicht mehr benutzen, weil du kriegst sie sonst. Und wenn sie es nicht checken, dann kriegst du halt einen Hit. Das ist eigentlich awesome. Oh, jetzt muss man langsam anfangen, hier ein bisschen Druck zu machen. Das könnte vielleicht zu nahe sein an der Palette. Da ist jemand. Sehr gut. Das ist die verwundete Kate. Okay, gleich fliegen uns drei Gens um die Ohren. Dead Heart, nice. Okay. Das funktionierte nicht so gut, wie ich das eigentlich vermutet hatte, aber manchmal klappen die random Fallen eben auch. So, tschüssi, hörst du? Tschüssi. So, da geht Nummer 1. Gleich kommen noch zwei weitere Wetten. Das war zu lang. Wir haben zu lange gebraucht für den ersten Down. Aber jetzt können wir drauf kapitalisieren. So. Ja. Ich lasse euch gerne mal jetzt hier an meinen Gedanken teilhaben, wie wir das Spiel machen. Scheiße. Ist fein. Ist okay. Ist immer noch okay. Das ist vielleicht alles nicht mehr so okay. Oh Gott. Ich bin noch nicht mal 4 Minuten im Game. Und bin runter auf einen Gen. So. Okay. Wir müssen jetzt ein bisschen anders spielen. Wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, haben wir das Game verloren. Wir geben noch nicht auf. Wir machen mal weiter. Wir sind Hack. Wir haben ganz gute Perks. Ich werde die beiden da jetzt mal beschäftigt lassen und jage trotzdem ihn hier. Weil ich weiß, die Palette ist down. Und die beiden Survivor, die sich da gerade aufhielen, die machen gerade beide keine Generatoren. Ich weiß, die sind halt immer noch zu viert. So, okay. Wir haben da so eine hübsche 3-Gen-Situation hier. Sehe ich gerade. Und gerade wenn wir uns aus weiterer Entfernung deswegen meine Add-ons... Ah, das war das Size of Strike. Fick dich doch. Gerade mit unseren Add-ons sollten wir ganz gut in der Lage sein, die zu verteidigen, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen ekliger spielen jetzt. Aber wie gesagt, wenn wir so weitermachen, haben wir in ca. 20 Sekunden verloren. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich will sehen hier, was möglich ist. Ich will alles rausholen. Komm.
Lass uns mal wenigstens 2, 3 kriegen hier. Wenn nicht sogar alle. So, ich trap jetzt auf jeden Fall die Generatoren ab. Nicht zu sehr an den offensichtlichen Orten. Sondern einfach nur, damit ich hier ein bisschen meine Map-Control ausspielen kann. Genau für diesen Fall hier. Einfach konstant im Chase sein, sie konstant wegjagen, beschäftigt halten, heilen lassen. Weil sie werden nicht verwundet zu einem getrappten Generator gehen, wenn sie wissen, was ich vorhabe. Touché? Naja. Ich kümmere mich nicht um dich. Ich kann es mir halt in den Fällen auch nicht leisten, so Jagden einzugehen. Oh, so Shiny Boy. Flüssig. Also die rennen natürlich, weil sie smart sind, zu den Orten, die keine Generatoren mehr haben, um mich da beschäftigt zu halten. Aber wir wissen natürlich, was sie tun. Der hier ist schon bei der Hälfte circa. Das gefällt mir nicht. Wahrscheinlich schon über der Hälfte. Die machen halt sehr, sehr krass Druck, die Jungs. Aber ich muss ja meine Fallen wieder reaktivieren. Dafür muss ich mir die Zeit nehmen, selbst wenn das Spiel 3000 Jahre dauert, so. Aha! Manchmal ist es sinnvoll, sich nicht zu teleportieren, um sie einfach, ja. Einfach bestimmte Scheiße. Einfach bestimmte Wege gehen zu lassen, wo sie dir direkt mehr oder weniger in die Arme laufen. Sehr gut, Alter. Gogo Gadgetto Arm. So, jetzt müssen wir das hier schnell erledigen. Wir haben Save the Best for Last. 8 Stacks, das heißt, wir können schnelle Downs kriegen. Und wenn wir sie in unser Gebiet abhaken, können wir 3 Generatoren und Haken verteidigen. Das heißt, die sind konstant beschäftigt. Ich hätte gerne Pop Goes the Weasel, aber ich habe nicht die Perks, die ich eigentlich will. Wobei das Setup schon sehr gut ist, muss ich sagen. Save the Best for Last ist sehr gut. Ich glaube, Nurse's Calling wird uns auch öfters mal helfen. Lass es uns spannend machen, mal. Bill ist auch in der Nähe, ich höre den. Aber die Claudette ist verwundet. Ich kann es mir nicht leisten. Ich muss vor allem diesen Gen hier verteidigen. Der regresst noch. Sehr gut. Meine Fallen reaktivieren, damit sie hier nicht zu nahe kommen. Ich glaube, der Bill hatte eine Taschenlampe, oder? Ist natürlich scheiße. Gerade gegen Hack. Weil die highlighten die Falle, wenn du drüber leuchtest und halt eliminieren sie. Okay, sie sind auch an diesem Gen. Jetzt habe ich schon ein bisschen Druck, muss ich sagen. Da heilen sich 2. Vielleicht kriege ich einen davon. Oh, da hinten. Sehr gut. Oh, die sind beide verwundet. Wunderbar. Shit. Nice. Okay, sehr gut. Nächster Hook. Und dann ganz schnell zurück zu den Gens, wenn er nicht gleich in die Luft fliegt. Ja, wir sind da. Aktivieren meine Fallen und sind scared und laufen halt weg. Wer ist das jetzt gerade? Ist das der Bill? Nein, wir haben eine zweite Taschenlampe. Okay, das ist eine sehr, sehr bescheidene Ausgangslage hier. Wir geben noch nicht auf. Wir haben es jetzt hier geschafft, in der Zeit, wo sie 4 Generatoren gemacht haben, mehr noch sogar, einen zu verteidigen. Auch wenn das heißt, wir müssen ein bisschen campy spielen. Aber ich habe gar keinen Bock zu verlieren. Noch haben wir Optionen. So, was macht ihr Boys jetzt hier? Oh, scheiße, nice. Und I'm All Ears ist so ein geiler Perk. Hat mir gerade den Down beschert. Mega geil. Wenn der Bill jetzt hier geblieben ist, wäre das... Ja, er ist hier geblieben, sehr gut. Das heißt, er macht keine Generatoren. Das sind immer so die Details, auf die es dann ankommt. Wenn sie halt so einen Stuff versuchen, der gerade absolut sinnlos war. Ich weiß, er wird sie jetzt abhängen. I don't care. Die heilen sich aber auch immer. Nice. Gecornert. Balance Landing. Kein Balance Landing.
Das heißt, du bist down. Oh, dead out. Okay, nice. Gut. Gut, 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 gut Job. Ich vergaß. Ich muss meine Fallen reaktivieren. Versteck gerade mal nur eine. Nicht so viel Zeit verschwenden. Ja, wobei. Fuck. Ich wünschte, ich könnte mich schneller teleportieren. Ich muss es auf eine andere Taste legen wahrscheinlich. Der Gen ist fast bis auf null regressed. Der war eben über die Hälfte. Das ist wunderbar. Die haben gar keine Zeit mehr hier. Hier ist jemand. Ich glaube nicht, ich sehe dich nicht, Mann. Dass die gerade verwundet war, hilft uns immens. Ich glaube, du hängst am Haken, Sunny. Aber... Decisive Strike? Nein, keiner. Geil. Und wieder eine gute Position. Oh, sie ist tot. Ja, ja, okay, trotzdem. Still. Jetzt sind es nur noch drei. Aber es sind immer noch die zwei Taschenlampen am Start. Das Ding ist, die Generatoren sind so close, das haben die halt nicht bedacht. Die haben einfach die Generatoren weggehauen, ohne sich einen Plan zu machen, welche sie weghauen. Und wenn wir das jetzt nicht ausnutzen, sind wir halt komplett doof. Sind wir aber vielleicht nicht. Ein bisschen doof sind wir, aber nicht komplett. Die sind beide hier. Ich sag mal, die Claudette sieht aus wie ein Weihnachtsbaum, also... Ja. Das schaffe ich nicht. Die sind an Gens dran. Ich muss den Chase immer abbrechen. Nice, nice Taschenlampe, Alter. Gut gemacht. Alles klar. Mit Schubs habe ich ihn down. Ich finde einfach die Obsession nicht. Das ist die Kate, ne? Ja, die hat mich Decisive Strike, genau. Deswegen. Wenn ich die jetzt gehittet, hätte ich wahrscheinlich weniger Stacks und hätte den Down langsamer bekommen. Und so fügen sich die Puzzleteile zusammen. Ihr clumsy Motherfucker, Alter. Was war das denn jetzt hier? Wo ist jemand? Wait, what? Wo kannst du so schnell hin sein? War das keine Falle? Müsste doch eigentlich, oder? I don't know. Da lag aber eine. Ja, keine Ahnung, wann die hochgegangen ist. Aber der ist jetzt hier ungeschützt. Ja, schon wieder dran gearbeitet. Okay, die heilen da. Ich nehme mal den Down mit. Die crouchen. Ja, 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 ja. Halt, wenn du das machst... Die Palette ist da immer noch scheiße. Ich hätte die abtrappen müssen. Das war dumm. Hier arbeitet die Claudette dran, ne? Ich wusste es doch. Alter, war das ein schneller Heal. What? Was ist denn da passiert? Okay, ich ignoriere das jetzt. Ich muss den Down kriegen. Beziehungsweise ich will. Ich glaube, so viel Zeit habe ich nämlich. Dann müssen die nämlich wieder weg von Jen. Wisst ihr? So, erstmal die Struktur hier abtrappen. Warum ich das vorher nicht gemacht habe, weiß ich auch nicht. Das klaut mir nämlich immer Momentum. Was ist los hier, Bill? Was ist los? Pass auf deine Füße auf! Yo, save the best for last ist so ein geiler Perk, Alter. Jetzt muss ich bloß noch die Kate finden, dann habt ihr verloren. Ich lasse das mal. Für alle mehr Punkte, da ist die Kate. Okay, jetzt will ich aber gewinnen. Jetzt aber mein Vorteil. Der Bill hat wahrscheinlich Unbreakable. Scheiße, ich hab's schon wieder vergessen. Ich muss mir das echt abgewöhnen.
Vielleicht hat er vorhin schon... Na, hat er nicht Unbreakable eingesetzt. Mist. Okay, aber wir haben drei Leute gekriegt und es sah überhaupt nicht danach aus. Wir hatten gerade bei unserem ersten Down, wo 4 Generatoren gemacht wurden. Da habe aber noch einiges rausgeholt. Selbst wenn er jetzt die Hedge kriegt, I don't care. Ich versuche es mal zu finden. Ich meine, der Typ ist immerhin verwundet. Vielleicht läuft er zufällig in einer meiner Fallen, aber ich habe eventuell nicht zu viel Glück. Ich höre nichts. Ja, der sitzt drauf, ha. Ja. Der wusste genau, wo die ist, alles klar. Aber nice, GG, Alter. Das haben wir noch ganz okay ausgenutzt, würde ich sagen. So. Als Trainingsrunde kann das auf jeden Fall herhalten. Ja, das sind so coole Späße, die man mit Hack auf jeden Fall sehr effizient machen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es auf jeden Fall äußerst gemundet. War ein schönes Gameplay. Vielleicht spiele ich jetzt öfters mal Hack. Hat irgendwie Fun, so die Fallen-Placements zu lernen und so. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und ciao.